Guten Morgen und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formationsdata am Montag, am 6. Juli 2015. Und ich würde gerne dieses Video nach der Wahl, nach dem Referendum der griechischen Bevölkerung in drei Teile aufteilen. Erstens würde ich Ihnen gerne zeigen, was am Freitag passiert ist. Das will ich Ihnen deswegen sagen, nicht weil ich Ihnen sagen will, ich hatte recht, sondern ich will Ihnen zeigen, dass es einfache Marktphasen gibt. Dann will ich mit Ihnen besprechen, was gerade los ist und dass das eher eine schwierige Marktphase ist und dass man das nicht unbedingt anfassen muss. Und was mit einem emotional passiert. Und das Dritte ist, ich möchte mit Ihnen über die technische Konstellation im Markt sprechen, was wir heute haben. Erst schauen wir einmal ganz kurz auf den Freitag, dann schauen wir auf die aktuelle Marktsituation und dann würde ich gerne, was mir extrem wichtig ist, ich weiß, die meisten von Ihnen werden dann schon abschalten, aber diejenigen, die dabei bleiben, ich glaube, dass das wichtig und hilfreich ist, dass wir uns gerade in dieser Zeit, wo der DAX voraussichtlich mit einer Lücke von über 200 Punkten eröffnen wird, dass es wichtig ist, dass wir uns genau darüber unterhalten, was mit uns emotional passiert. Einmal der Blick auf den DAX, was am Freitag passiert ist. Wir hatten, gucken wir einmal kurz in den 10-Minuten-Chart, wir hatten eine ehemalige Widerstandszone, die dann zur Unterstützung geworden war. Hier, diese Zone, 11.130. Und ich hatte Ihnen gesagt, es sieht eher so aus, dass der Markt nochmal unter die 11.130 gehen möchte. Das war am Donnerstag. Und wenn es passieren sollte, dann haben wir das Potenzial, 11.000 zu machen. Am Donnerstag ist das passiert und am Freitagmorgen hatten wir eine Lücke. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben das Potenzial, die Lücke zu schließen, möglicherweise wieder an diese Zone zu laufen. Aber, Leute, am Freitag war Independence Day. In den Staaten war der Markt geschlossen. Es war also wenig Impuls da, um wieder diese, über diese Widerstandszone drüber zu kommen. Deswegen hatten wir noch gesagt, das hier führt eher dazu, erste Zielzone 11.050, zweite Zielzone 11.000, dass der Markt das macht. Einmal bitte traden, ausgestoppt werden, dann kommt der Markt wieder an diese Zone, nochmal die Möglichkeit, das zu traden. Total langweilig, langsam verlaufende Bewegungen. Das ist in meinem Dafürhalten einfach zu traden. Das ist das, was ich traden möchte. Was ich nicht traden möchte, ich persönlich, ist diese Marktphase initial vorbörslich 11.700 Punkten. Dann wurde bekannt gegeben, dass der Varoufakis zurückgetreten ist, weil einige Mitglieder der Eurofinanzgruppe gesagt haben, die möchten nicht mehr so gerne mit dem Mann weiterverhandeln. Er wiederum sagt, der Ministerpräsident glaubt, dass es hilfreich ist, um die Verhandlungen positiv abzuschließen, deswegen tritt er zurück. Fair enough, was passiert mit dem DAX? Der springt um 150 Punkte an. Zum Beispiel die Commerzbank, die war vorbörslich minus 4%. Nachdem die Nachricht gekommen ist, dass Herr Varoufakis zurückgetreten ist, ist die Commerzbank aktuell, lassen Sie mich mal ganz kurz gucken, ich glaube minus 1,8%, ich will aber nichts Falsches sagen, auf alle Fälle, jawohl, minus 1,8%, also ist die Commerzbank um 3,5% nach oben gesprungen oder 3,2%. Das ist ein hochvolatiler Markt. Erste und allerwichtigste Aussage nach meinem Dafürhalten. Will ich nur sagen, was ich mache. Ich habe ganz langfristige Positionen. Nicht Trading-Position, wenn man so will, fast sowas wie Buy and Hold. Wobei ich trotzdem bei solchen Positionen den Stop-Loss anpasse. Die sind ziemlich alt. Das, was hier passiert, das ist vollkommen unabhängig von den Positionen. Und solange der DAX oberhalb der 10.000 bleibt, selbst wenn er in Richtung 9.500, 9.800 abtauchen sollte, sind höhere Hochs als dieses Hoch längerfristig gesehen wahrscheinlicher, weil das alles eine Nebenbewegung ist, dieser Hauptbewegung. Und deswegen gilt das jetzt hier gerade, bitte nicht den übergeordneten Trend zu vergessen und panisch zu reagieren. Das ist meine Meinung. Erstens. Zweitens, ebenfalls ganz wichtig, in einer Marktphase, in der wir 150 Punkte Bewegung sehen, weil irgendein Minister etwas sagt, muss man sich fragen, wie gut funktioniert denn gerade der Chart? Wie Wahrscheinlichkeit sind denn, dass Ausbrüche weiterlaufen? Und ob ich jetzt gerade Ausbrüche traden möchte oder ob ich sie traden möchte, wenn nicht diese politische Nervosität vorliegt. Das Dritte ist, Leute, es macht, kann ich euch sagen, extrem großen Spaß, wenn man anfängt, 1 und 1 und 2 und 2 börsentechnisch zusammenzuzählen und dann zu sagen, was mit dem Markt passieren wird. Also nach dem Motto, okay,
Jetzt hat die griechische Regierung das verzeihen Sie bitte, die Bevölkerung das entschieden. Dann wird wahrscheinlich die EZB die Notkredite aber nicht erhöhen und deswegen wird der Druck auf Griechenland größer werden. Die Märkte werden noch weiter unter Druck geraten. Dann wird das bestimmt bis Donnerstag so gehen und dann kommt ja vielleicht schon eine erste Voreinigung und dann steigt der DAX. Also schalte ich den jetzt und am Donnerstag kaufe ich den. Und wenn das funktioniert, das würde einen riesen Spaß machen. Aber leider funktioniert so etwas deutlich seltener und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns am Technischen orientieren. Was sehen wir technisch? Der Markt eröffnet unterhalb einer wichtigen Unterstützungszone und für den Fall, dass wir unterhalb dieser Unterstützungszone schließen sollten, insbesondere wenn wir nachhaltig per Stundenschlusskurs unter die 10.750 gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir an diese Linie ranlaufen, im Bereich von 10.500. Und diese Linie kann man nämlich auch über die, jetzt müssen wir mal ganz kurz rauszoomen, über den Stundenchart sich ansehen. Wir hatten miteinander besprochen, das sieht aus wie ein Kanal, der gebrochen werden möchte, dass es eher wahrscheinlich ist. Das ist passiert. Und dann ist hier das Ziel, das erste Ziel im Bereich von 10.600. Und je nachdem, wenn wir drauf stoßen sollten, 10.500er Marke mit der 200-Tage-Linie. Und denken Sie daran, 200-Tage-Linie, das ist jetzt nicht eine mit Lineal gezeichnete Linie, um die wird gekämpft. Also dann Ziel 10,6, 10,5, darunter sogar 10,4 möglich. Für den Fall, dass der DAX wieder nach oben läuft, spätestens, allerspätestens an der gebrochenen Linie, wahrscheinlich schon früher, allerspätestens 10.950, möglicherweise schon bei 10.900, haben die Bären wieder mehr Kraft und hat der Markt Potenzial nach unten zu laufen. Ich würde persönlich das auch traden im kurzfristigen Zeitfenster. Zum Beispiel eine Hugo Boss ist jetzt eindeutig aus einem bärischen Setup nach unten gebrochen. Ich zeige sie mal ganz kurz. Boss. Also das ist der Tageschart. Das ist ein Keil, der bärisch aufgelöst worden ist. Und wir notieren aktuell und vorbörslich bei 99 Euro. Ich glaube 98 in etwa. Moment, Hugo Boss. 98,90. So. Für den Fall, dass der Markt wieder in diese Zone ranläuft, um die 99, 99,50 ist eine größere Widerstandszone. Wenn er hier Zeichen zeigt, dass er scheitern könnte, würde mich das interessieren. Ich würde es aber über die Stunde traden, weil der Markt extrem volatil ist und du nicht weißt, was über Nacht passiert. Deswegen will ich jetzt nicht zusätzlich ins Risiko gehen. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern wenn, dann ganz kurzfristig. Und wenn, dann würde ich persönlich eher den US-Markt traden. Der ist von den Nachrichten weniger stark abhängig, auch wenn er mit in den Sog gezogen worden ist. Ich hoffe, dass das für Sie hilfreich gewesen ist, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Fasse nochmal kurz zusammen, was den DAX angeht. Alles unterhalb der 10.750 hat Potenzial, relativ schnell in Richtung 10,6 und 10,5 zu laufen. Für den Fall, dass der Markt in Richtung 10.950, 11.000 zurückkommt, größere Widerstandszone, dann wieder wahrscheinlich, dass wir in Richtung 10.750 und darunter dann wieder eine Fortsetzung machen sollten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen Ruhe und Gelassenheit beim Trading. Mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie erfolgreich traden.